Ich finde es gar nicht so einfach, beim Liebesspiel zu zweit zum Höhepunkt zu kommen. Also ich mit mir alleine, das klappt wunderbar. Ich kenne meinen Körper ganz gut. Ich weiß, wo es schnell geht, wo ich ein bisschen verzögern kann, wo ich mehr genießen kann. Und ich mache mir überhaupt gar keinen Stress wegen dem Höhepunkt, weil ich weiß, wenn ich ihn will, dann hole ich ihn mir. Aber zu zweit, das finde ich die große Kunst. Und ich denke, es spricht überhaupt nichts dagegen, zum einen mal darüber zu sprechen. Vortäuschen ist irgendwie doof. Und es spricht auch nichts dagegen, was dazu zu nehmen, also ein Hilfsmittel dazu zu nehmen. Also zum Beispiel ein Toy, wo du weißt, damit schaffe ich das. Und dann baust du das einfach ein. Weil die Lust steigert sich auch, wenn man merkt, dass der Partner oder die Partnerin auch Lust haben. Und insofern seid kreativ und nicht so streng mit euch.